Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Platzhirsch TV. Mein Name ist Sascha Heid und heute geht es um das Thema Seifenkistenrennen. Ist ein Seifenkistenrennen ein witziges Team-Event? Ja oder nein? Wenn ja, was kann es für Vorteile haben? Als erstes zeige ich euch mal ein kleines lustiges Exemplar von der Seifenkiste, den Typ, den wir immer bauen. Davon hatten wir heute eine Veranstaltung und hier haben wir heute sag und schreibe 34 Seifenkisten gebaut. Und das ist für mich schon der erste entscheidende Vorteil, denn ein Team-Event mit hier den Firebirds kann man machen schon ab 10 Personen. Es geht aber genauso wie heute mit über 300 Personen oder auch gar kein Problem für 500 oder 1000 Personen. Also Seifenkistenrennen ist völlig personenunabhängig. Der nächste Vorteil ist, das Seifenkistenrennen ist völlig ortsunabhängig. Wir können es also machen wie heute hier auf der grünen Wiese, wo wir die Seifenkisten gebaut haben und anschließend auch das Rennen gemacht haben. Das Ganze kann aber auch stattfinden in der Großstadt, in einer Tiefgarage. Das Ganze kann aber auch stattfinden einfach auf dem Firmengelände. Also du bist da völlig flexibel, wo du das Seifenkistenrennen durchführst. Wichtig beim Seifenkistenrennen ist die gesamte Ausstattung, dass du das gute Equipment hast, dass die Leute viel haben zum Gestalten, also wie man hier hinten noch sieht, dass sie sich einfach Fahnen bauen können für die Fans, Flaggen und so weiter und so fort. Und das ist schon mein kleiner Clip zum Thema Seifenkisten. Wenn ihr Interesse habt, schreibt mir eine Mail, ruft mich an. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und natürlich auch eine Bemerkung da lasst. Ansonsten sage ich bis bald. Viele Grüße, euer Sascha Heide. Ciao, ciao.